شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، alles Lob gebührt Allah, dem Herrn aller Welten, und ich bezeuge, dass niemand mit Recht und Wahrheit angebetet werden darf, außer Allah, der Allmächtige, und ich bezeuge, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam sein Diener und Gesandter ist. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Liebe Geschwister, wir haben leider nicht so viel Zeit. Das Maghrib-Gebet ist auch bald in Kürze, bi'idhnillah ta'ala. Und ich hoffe, dass wir dann auch alle hier bleiben bis zum Gebet, damit wir auch gemeinschaftlich das Gebet verrichten. Bi'idhnillah ta'ala, möge Allah subhanahu wa ta'ala jeden Einzelnen, der hierher gekommen ist, um Allah subhanahu wa ta'alas Wohlgefallen zu erreichen, möge Allah azza wa jal ihn an diesem heutigen Tage alle Sünden vergeben und ihm ein neues Blatt schreiben, auf das er zu den besten, tugendhaftesten Dienern gehört. Allahumma amin. Wir werden inshallah ta'ala über sehr besondere Taten heute sprechen, liebe Geschwister. Und zwar Taten, wenn du sie verrichtest, so werden die Malaika, wer sind die Malaika? Die Engel für dich Dua machen. Was ist das Besondere daran, wenn Engel für dich Dua machen? Wo soll jetzt das Besondere darin liegen, dass wir jetzt extra über Taten sprechen, wo die Engel für dich Dua machen? Der hübsche Schlanke, wo wir nicht wissen, welcher Fußballfan er ist, weil er jedes Mal mit einem neuen Trikot kommt. Bitte schön. Weil ein reines Wesen macht dann Dua für dich. Mashallah. Woher wissen wir, dass die Engel reine Wesen sind? Bitte schön. Die haben keinen freien Willen. Sie tun das, was Allah will. Ja, der Mann ist sehr gefährlich. Er kommt gleich mit einer Ayah. La ya'suna Allah ma amarahum. Sie widersetzen sich Allah nicht in dem, was er ihnen befohlen hat. وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ. Und sie führen aus, was Allah Azza wa Jal ihnen aufgetragen hat. In der Tat, die Engel begehen keine Sünde. Absolut keine? Oder manchmal ja und manchmal nein? Absolut keine Sünde. طيب, das war ein Punkt, warum sie so besonders sind. Zweiter Punkt, warum die Engel so besonders sind. Ja, im Gewinnerteam. Gestern haben wir verloren beim Fußball. Na. Bitte? Das betrifft ja die Schöpfung. Aber wir wollen wissen, warum sind sie so besondere? Na. Weil sie keine Fehler haben. Haben wir ja gerade gesagt, ja, Ali Can. Ahlan wa sahlan. Sabah al khair. Auf Türkisch, günaydın, oder? Na. Allah hat ihnen befohlen, dass sie Dua machen. Aber was haben wir gesagt? Sie tun nichts von sich selber aus. Das heißt, wenn sie Dua machen, dann auf Befehl von Allah subhanahu wa ta'ala. Und es gibt eine Überlieferung, ich liebe diese Überlieferung, Ibn Kathir rahimullah ta'ala hat sie als sahih klassifiziert. Allah subhanahu wa ta'ala hat Engel erschaffen, bevor die Himmel und die Erden erschaffen worden sind, sind diese Engel in zwei Positionen, die einen in der Niederwerfung, die anderen im Ruku', in der Verbeugung. Und so verharren sie in dieser Position bis zur Stunde. Und wenn die Stunde dann eintrifft, dann erheben sie sich aus ihren Positionen, aus der Niederwerfung und aus der Verbeugung. Und sie sagen, مَا عَبَدَنَاكَ حَقَّ عِبَادَتِكَ. Wir haben dir nicht gerecht gedient, ja Allah. Subhanallah. In welcher Position waren sie die gesamte Zeit? In den demütigsten Positionen. Schau mal, ein Diener, wenn er betet, dieser Rukur, diese Verbeugung, zeigt ihn die Gewaltigkeit Allahs Azza wa Jal auf. Wer verbeugt sich vor irgendjemandem? Nein, du verbeugst dich vor deinem Schöpfer Allah subhanahu wa ta'ala. Und wenn du dann in die Niederwerfung gehst, dann zeigst du die absolute Unterwerfung. Gibt es eine Position, die unterwerfender ist als die Niederwerfung? Deswegen, wenn ihr das Gebet betrachtet, liebe Geschwister, erstmal steht man in Ergebenheit.
Danach machst du den Ruku', hier zeigst du Allah subhanahu wa ta'ala seine Gewaltigkeit auf. Und schließlich fällst du auf den Boden mit der Nase und sagst, ja Allah, ich bin dein Diener und du bist mein Herr. Möge Allah azza wa jalla uns zu ergebenden Dienern machen. Sie verharren in den Positionen und zur Stunde stehen sie dann auf und sagen, wir haben dir nicht gerecht gedient. Eine Frage, haben sie zwischendurch Sünden gemacht? Das heißt, sie sind die gesamte Zeit in was geblieben? In Ibadah, in Anbetung zu Allah, ohne zu sündigen. Und dann fühlen sie, dass sie Allah Azza wa Jal nicht gerecht gedient haben. Schaut mal, wir machen eine gute Tat, dann siehst du einen von uns, der setzt sich auf sein Kursi, der hat einen Stuhl, Fernsehsessel, dann lehnt er sich zurück und sagt, niemand war besser als ich. Der hat noch seine Tat, die er einmal im Jahr macht, zugrunde gemacht. Wie? Durch was? Durch Ujub, weil er sich selbst gefällt. Und wenn du dir selbst gefällst bei deinen Taten, was machst du mit deinen Taten hiermit? Du machst sie zunichte. Die eine Tat, auf die er stolz war, ist auch noch weg. Allahul Musta'an. Deswegen, liebe Geschwister, lasst uns heute über Taten sprechen, wo diese edlen Engel für uns Dua machen. Wie viele Engel gibt es? Wer kennt die Anzahl? Wer die Anzahl kennt von euch heute, der kriegt von mir 10.000 Euro. Ihr wisst, ein Muslim darf nicht lügen. 10.000 Euro. Wer kennt die Anzahl der Malaika? Osama grübelt, der braucht unbedingt Geld. Was würdest du kaufen, Osama, wenn du 10.000 hast? Abul Baran, neues Auto, hä? Bitte schön. Kein Auto. Bitte? Ich habe gefragt nach der Anzahl, habe ich gefragt. Wie viel sind es? Wie viele? Ja, okay, also könnt ihr die Frage nicht beantworten. Und damit kriegt ihr keinen Para, keine Kohle. Denkt ihr, ich verschenke einfach 10.000 Euro? وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ. Niemand kennt die Anzahl der Soldaten Allahs. Die Soldaten sind hier. Die Engel außer ihm. Subhanallah, es gibt eine wunderschöne Überlieferung. Beitul Ma'mur, Beit al-Ma'mur, nicht Ma'mul, ja Habibi. Ma'mul ist was zum Essen. Ma'mur. Wo ist dieses Haus? Im siebten Himmel. Da berichtete der Prophet sallallahu alaihi wasallam, dass jeden Tag wie viele Engel hereingehen? 70.000 Engel hereingehen in dieses Haus, jeden Tag. Und sie kommen nicht mehr heraus bis Yawm al-Qiyam. Allahu Akbar. Jeden Tag 70.000. Willst du zählen? Bitteschön. Was für ein gewaltiges Haus. Allah besitzt über alles. Die Macht subhanahu wa ta'ala. Lasst uns anfangen, liebe Geschwister, dass wir die Zeit sinnvoll nutzen. Und zwar der erste Punkt, wo die Engel für dich Dua machen. Du hast ihn schon vollzogen heute. Wer sagt mir, welcher ist das? Du hast ihn gerade vollzogen. Hä? Welcher Punkt ist das? Na? Indem du schon ins Gotteshaus reingekommen bist. Okay, aber es fehlt noch was. Es fehlt noch was. In der Religion. Nein. Auf das Gebet warten. Sehr gut. Diejenigen, die auf das Gebet warten. So berichtet Abu Huraira radiallahu an. Seid ihr froh, dass ihr schon die erste Tat erreicht habt? Alhamdulillah. Ihr könnt auch gleich die zweite Tat erreichen. So berichtet Abu Huraira radiallahu an, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, die dritte Tat habt ihr auch schon erreicht. Wir kommen gleich dazu, inshallah. Dass er sagte, Al-Malaikatu tusalli ala ahadikum مَا دَامَ فِي مُصَلَّهِ الَّذِي صَلَّ فِيهِ فَتَقُولُ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ اللَّهُمَّ ارْحَمْ مَا لَمْ يُحْدِثْ. Die Engel, so sagte Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sie machen Bittgebete für einen von euch, solange man sich am Gebetsplatz befindet, wir haben noch andere Überlieferungen, und auf das Gebet wartet. Subhanallah. Du kommst in die Moschee herein und mal angenommen, der Imam muss noch mal kurz Wudu machen oder muss noch schnell sein Sandwich zu Ende essen.
Dann sagst du, A'udhu Billah, dieser Imam, ich wünsche mir schon die ganze Zeit, ihn zu töten. Ich gucke nur, wie. Ja, Miskin, das ist ein Miskin, der hat keine Ahnung, weil solange er in der Moschee auf das Gebet wartet, kriegt er Belohnung. Nicht nur Belohnung, welche Art von Belohnung? Wer macht für ihn Dua? Die Engel, solange er sitzt, oh Allah, Allahumma ghfir lahu, Allah, vergib ihm. Allahumma arham, oh Allah, sei mit ihm barmherzig. Wer hat den Engeln das anbefohlen? Allah Azza wa Jal. Das heißt, solange du sitzt und auf Abul Bara wartest, während er Wudu macht, so wirst du von Allah Azza wa Jal geehrt, indem er seine schlechtesten oder besten Diener für dich Dua machen lässt. Er hat es ihnen befohlen. 3 Minuten, 5 Minuten. Wenn du schlau bist, sagst du, ja Imam, du hast noch vergessen, richtig Wudu zu machen. Geh noch mal rein und mach mal richtig Wudu, dass du noch weitere 10 Minuten später kommen kannst, damit die Engel für mich was Dua machen können. Subhanallah, so eine leichte Tat. Du kommst zur Moschee, du kommst zum Gebetsplatz und dann bekommst du diesen Lohn. Die Engel machen für dich Dua. Der zweite Punkt, ihr könnt ihn auch in Kürze erreichen, bi'idhnillah ta'ala, aber ich möchte keine Schlägereien hier in der Moschee sehen. So sagte Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, inna Allah wa malaikatah yusalluna ala saffil awwal. Allah subhanahu wa ta'ala. Jetzt müsst ihr aufpassen. Es gibt Leute, die können vielleicht Arabisch und vielleicht können sie sogar Deutsch. Aber sie haben kein Verständnis für die Religion. Sie verstehen die Religion nicht. Wenn wir lesen, inna Allaha wa malaikata, wahrlich Allah und seine Engel, yusallun, sagen wir dann, Allah macht Bittgebete für den Diener. A'udhu billah. Was heißt hier, wenn Allah azza wa jal yusalli ala ahad, was meinen wir damit? Wie übersetzen wir das? Allah segnet diese Person. Allah segnet die Person. Aber die Engel machen für ihn Dua. Und zwar für wen? Über welche Leute reden wir hier? Für die erste Reihe in der Moschee. Das heißt, wer in der ersten Reihe in der Moschee betet, so machen die Engel Bittgebete für ihn. Was ist die erste Reihe? Die erste Reihe ist die nächste Reihe zum Imam. Und es gibt unverschämte Leute, und das bitte unterlassen, das ist sehr schlimm, was manche Leute machen. Sie sehen zum Beispiel, die erste Reihe ist absolut voll, dann stellen sich ein paar Leute dicht hinter dem Imam. Was haben sie von den anderen weggenommen? Die erste Reihe. Oder einer stellt zum Beispiel seinen Sohn neben dem Imam hin. Subhanallah, du kannst doch nicht dieser ganzen Schlange jetzt hier, der ganzen Reihe, die Hasanat nehmen. Und in der ersten Reihe gibt es noch andere Überlieferungen. Derjenige, der in der ersten Reihe betet, so weiß er nicht, was er an Lohn bekommt. Das ist nicht definiert worden. Wir wissen nicht, was wir an Lohn bekommen. Aber die beste Reihe für die Männer ist die erste Reihe. Und die schlechteste ist die letzte Reihe. Das heißt, natürlich, wenn man kann, soll man in der ersten Reihe beten. Und das, was manche Leute machen, liebe Geschwister, sie gehen nach hinten absichtlich, um in der letzten Reihe zu beten. Das seht ihr besonders an welchem Tag? Am Jumu'ah. Dieses ist eine sehr gefährliche Sache, die sie machen. Aber weil sie die Überlieferung nicht kennen, so gehen sie weit zurück nach hinten. Der Prophet s.a.w. sagte, die Überlieferung ist bei Abu Dawud, ein Diener wird so weit nach hinten gehen, bis er in Jahannam hereingeworfen wird. Deswegen aufpassen, dass man versucht, vorne zu beten, so gut du kannst. Aber wenn es keine andere Möglichkeit gibt, dann betest du hinten. Aber dass du nach hinten gehst, extra hinten, nochmal eine neue Reihe aufmachst, nur damit du ganz hinten betest, das, wal'iyadu billah, solltest du unterlassen, o Diener Allahs. Natürlich, die erste Reihe ist eine ganz besondere Reihe. Und eigentlich sollte in der ersten Reihe wer beten? Wer sollte in der ersten Reihe beten? Na? Sehr gut. Diejenigen, die Wissendsten sind und vor allen Dingen im Koran. Weil wenn der Imam einen Fehler macht, dann können sie ihn korrigieren. Na?
Und überlegt mal, der Imam hat jetzt zum Beispiel sein Wudu verloren während des Gebets. Was ist von der Sunna? Was hat Umar ibn al-Khattab radiallahu anh, mit Abdurrahman ibn aufgemacht, als dieser Shaitan Abu Lu'lu' al-Majusi ihn niedergestochen hat? Was hat er gemacht? Hat er die erste Reihe so gelassen? Hat er seine Imam-Position so gelassen? Oder was hat er getan? Na? Sehr gut. Er hat Abdurrahman ibn Auf nach vorne gezogen. Schaut mal, zu dem Zeitpunkt, wo er niedergestochen wurde, so extrem, dass dieser Shaitan ihn den Dolch in den Bauch gestochen hat und seitwärts lang gegangen ist. Könnt ihr euch das vorstellen? Als Umar ibn al-Khattab was getrunken hat, ist das aus seinem Bauch herausgekommen. In so einer Situation, was macht Umar ibn al-Khattab? Hat er das Gebet vergessen? Hat er die Führerschaft vergessen? So hat er die Hand von Abdurrahman ibn Auf genommen. Abdurrahman ibn Auf war nicht irgendein Sahabi, sondern er war einer, dem das Paradies versprochen wurde. So hat er ihn nach vorne gebracht und er hat dann das Gebet weitergeleitet. Deswegen, eine Person, der in der ersten Reihe betet, muss auch damit rechnen. Muss damit rechnen, dass er vielleicht nach vorne geholt wird. Na, es gab damals ein paar Brüder in Marokko, im Maghreb. Sie haben Dawa gemacht mit den Leuten auf der Straße und irgendwann haben sie einen angesprochen, der ein Miskin war. Er hat sich niemals um seine Religion gekümmert. Aber Alhamdulillah Rabbil Alamin, durch die wenigen Worte, die sie ihm gesagt haben, war er dann überzeugt und ist mit ihnen zur Moschee gegangen. Und Wallahi, es gibt Leute, sie warten nur auf diese wenigen Worte. Aber leider, Subhanallah, wie viele Praktizierende sind so arrogant, dass sie die anderen als Übeltäter sehen und dass sie ihnen keine Beachtung schenken. Und das ist ein arrogantes Verhalten im Übrigen. Wo warst du damals? Warst du schon immer hier? Du warst nicht immer hier. Du hast genau diese Wörter gebraucht. Und wie warst du vor diesen Wörtern? Auf jeden Fall, sie haben ihn mitgenommen in die Moschee, liebe Geschwister. Und an diesem Tag war Tarawih-Gebet. Und ihr könnt euch vorstellen, in unseren Ländern, das Tarawih-Gebet ist nicht wie hier, dass du die Leute suchen musst, sondern in unseren Ländern beten manchmal Tausende in der Moschee. Und dieser Bruder, Alhamdulillah, der war motiviert zum ersten Mal in der Moschee, ist mit den Brüdern in die erste Reihe gegangen. Sie haben es geschafft, in der ersten Reihe zu beten. Der Imam hat während des Gebets sein Wudu verloren. Was hat er gemacht? Er hat diesen Bruder geschnappt und nach vorne gezogen. Und dieser Bruder hat keine Ahnung vom Gebet. Überlegt mal, auf einmal wird er nach vorne gezogen und hinter ihm tausende von Leuten. Ist das nicht irgendeine Verantwortung, sondern das ist eine gewaltige Verantwortung. Und ich sage das zu jedem, der vorbetet. Er muss die Regeln des Gebets kennen, weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, die Imame sind da, um für euch vorzubeten. Wenn sie es richtig machen, dann für sie und für euch. Wenn sie es aber falsch machen, das bedeutet, sie machen Fehler im Gebet, dann gegen sie und für euch. Du gewinnst immer, wenn du hinter dem Imam betest. Aber er, wenn er einen Fehler begeht, so muss er die Konsequenz tragen von allen Betenden. Was hat dieser Bruder gemacht? Er wurde nach vorne gezogen und die Leute waren gerade im Sujud. Dann ist er ein bisschen im Sujud geblieben, hat hochgeguckt und hat gesehen, Alhamdulillah, die Luft ist rein, ist abgehauen. Weil auch in Marokko insbesondere, da gibt es eine Tür vorne für den Imam, falls irgendwas passiert, dann kann er von dort raus. Dann muss er nicht durch die ganze Reihe gehen. Und so war die Angelegenheit bei ihm gewesen. Deswegen, wenn du in der ersten Reihe betest, musst du dich auf alles gefasst machen, o Diener Allahs. Höre diese wunderschöne Überlieferung. So sagte Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal malaikata la tada'u ajnihataha ridan li talibil ilm. Die Engel, sie senken ihre Flügel für den Streber nach Wissen, das bedeutet für den, der kommt, um seine Religion zu lernen. وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالْحِيتَانُ فِي جَوْفِ الْمَاءِ. Und wahrlich, derjenige, der Wissen besitzt, Al-Alim, so machen diejenigen, die im Himmel sind, für ihn Bittgebete. Und die, die auf der Erde sind, Bittgebete. Sogar der Fisch, bedeutet hier der Wal, im Wasser, und in einer anderen Überlieferung, was ist die Namla?
und die Ameise. Was ist das kleinste Tier auf der Welt? Die Ameise. Was ist das größte Tier? Der Wal. Alles macht Bittgebete für dich. Allahu Akbar. Alles zwischen Himmel und Erde. Sogar das Meer ist hier nicht außer Acht gelassen. Für wen? Für denjenigen, der nach Wissen strebt. Alaikum salam wa barakatuh. Für denjenigen, der nach Wissen strebt. Abul Bara, ehrlich gesagt, ich möchte jetzt kein Hadith-Gelehrter werden oder Fiqh-Gelehrter werden oder sonstiges, aber diese Überlieferung hat mich umgehauen. Ich möchte auch einen Anteil daran haben. Kommst du immer um 5 Minuten, 10 Minuten deine Religion zu lernen, du gehörst zu diesem Hadith. Dann gehörst du zu diesem Hadith. Und wir haben hier genug Unterrichte. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Möge Allah Azzawajal diese Moschee As-Sahaba segnen. Möge Allah Azzawajal uns die Möglichkeit geben, eine weitere Moschee zu bekommen. Verfassungsschützer sagt Amin. Die werden nicht Amin sagen, ne? Ich glaube nicht. Aha. Das heißt, für denjenigen, der nach Wissen strebt, was machen die Engel, nur die Engel, sondern auch die, hä? Die Geschöpfe im Himmel und auf der, sogar der Fisch im Wasser und sogar die Ameisen. Alle machen Bittgebete für dich. Und dann kommen wir zu einer wunderschönen Überlieferung. Und das ist nur für diejenigen, die den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam lieben. Er sagte, مَا صَلَّ عَلَيَّ أَحَدٌ صَلَاتًا إِلَّا صَلَّتْ عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ مَا دَامَ يُصَلِّي عَلَيْهِ. Keiner von euch spricht die Segenswünsche, die Salawat auf mich, außer dass im Gegenzug die Engel für ihn Bittgebete machen. Wenn du hörst Muhammad, dann sagst du Sallallahu alaihi wasallam. Wenn du hörst Nabiullah, dann sagst du Sallallahu alaihi wasallam. Wenn du hörst Rasulullah, dann sagst du Sallallahu alaihi wasallam. Du wirst aufgrund der Salawat, die du sprichst, was bekommen? Ein Dua von den Engeln. Ein Dua von den Engeln. Sie werden für dich Dua machen, solange du unseren Liebling Muhammad sallallahu alaihi wasallam mit den Salawat begünstigst. Subhanallah. Was für leichte Taten. Alle 4 Taten, über die wir jetzt berichtet haben, haben wir jetzt bereits erfüllt, Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Manche sitzen auch schon in der ersten Reihe. Dann, liebe Geschwister, eine wunderschöne Überlieferung. So sagte Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam, ma min muslimin, ya'udu musliman, gudwatan illa salla alaihi sab'una alfa malakin, hatta yumsi. Es gibt keinen Muslim, der einen anderen Muslim, bedeutet sein Bruder im Islam, der einen anderen Muslim besucht. Warum sollte er ihn besuchen? Weil er? Bitte? Ha, ja, aber hier ist was, weil er krank ist. Es gibt keinen Muslim, der einen anderen Muslim besucht, während dieser krank ist. Das am Morgen. Außer dass 70.000 Engel für ihn um Vergebung bitten. Allahu Akbar. Wie viel? 70.000. Das heißt, eine Gruppe von denen, die jeden Tag wo reingehen? Was haben wir gesagt? In Beit al-Ma'mur. Ma'mur. Im Beit al-Ma'mur. 70.000 Engel gehen am Tag da rein. 70.000 Engel in dieser Anzahl machen Dua für dich, wenn du deinen Bruder besuchst. Tayyib. Wie lange muss ich da sein? Spielt keine Rolle, Hauptsache du hast ihn besucht. 70.000 Engel. Sagt man, aber ich habe zum Beispiel einen Nachbarn, meinen Bruder. Gilt das auch? Das gilt auch. Das geht nicht darum, wie weit du läufst, wie lang du läufst, welche Entfernung dazwischen liegt, sondern es geht darum, dass du es tust. Und wenn du ihn besuchst, walhamdulillahi rabbil alamin, dann hast du diesen Lohn bekommen,
70.000 Engel. Wenn du das in der Früh machst, machen sie Bittgebete für dich. Und auch wenn du am Abend ihn besuchst, so bitten 70.000 Engel für dich um Vergebung. Und das sind einige Taten. Es gibt noch andere, aber ich will es erstmal dabei belassen, damit wir sie uns merken. Eine kurze Wiederholung, inshallah ta'ala, für die Einser-Schüler. Gibt es Leute von euch, die haben auch mal eine Eins auf dem Zeugnis? Weil unsere muslimischen Kinder, subhanallah, ihre Zeugnisse sehen aus wie eine Telefonnummer. Alle Zahlen dabei. Was haben wir gesagt? Was war die erste Tat, wo die Engel für dich um Vergebung bitten? Bitte? Nein, das war nicht die erste. Sehr gut, Ali Can ist wieder da. Das heißt, wenn jemand sich an seinem Gebetsplatz befindet, solange man dort ist, machen die Engel Bittgebete für ihn. Ach so, ich habe zum Schluss den letzten Teil vergessen, euch zu erklären. Ma lam yuhdith. Was heißt ma lam yuhdith? Solange er keine was begeht? Keine Bid'ah. Okay? Das heißt, wenn wir uns treffen zum Hula-Hu-Tanz in der Moschee, Hula-Hu, Hu-Hu-Hu, das ist nicht gemeint, das ist Bid'ah. Sondern du kommst hierher und vollziehst die Sunna. Dann wirst du auch, und guck mal, subhanallah, obwohl diese Leute auch in die Moschee kommen, aber weil sie Bid'ah machen, was entzieht Allah Azza wa Jalla ihnen? Diesen Vorzug. Jetzt weißt du, wie schlimm die Bid'ah ist, O Diener Allah. Zweite Tat, jetzt kommst du, Yahya. Wer in der ersten Reihe betet, so werden die Malaika für ihn Bittgebete machen. Dritte Tat? Okay, ziehen wir das vor, obwohl wir eine andere genannt haben, als dritte Tat. Richtig, wenn man Segenswünsche auf den Propheten sallam macht, das heißt, man sagt, As-salatu was-salamu ala Rasulillah, alayhi salatu was-salam, sallallahu alayhi wa-salam. Alles gilt. Hauptsächlich, du machst Salawat auf den Propheten sallam. Die dritte, jetzt in dem Fall vierte, Namen? Wenn man seinen kranken Bruder besucht. Okay, ihr habt ein Problem mit der Ordnung, aber... Sehr gut, wenn man seine Religion lernt, wenn man zur Moschee kommt, um sich etwas an Wissen anzueignen. Und das ist Pflicht. Das ist Pflicht, ja. Es ist Pflicht für dich erstmal, Tarut. Kennt ihr die Takfiris? Kufu bi Tarut. Tarut, ja, Takfiris, Tarut. Auf jeden Fall. Ich meine, wenn ihr das schon so als wichtige Pflicht nimmt, was sie auch ist, dann bitte erstmal das Wort richtig aussprechen. Auf jeden Fall, das ist wichtig, dass wir uns Wissen aneignen. Warum? Sonst wissen wir nicht, wie wir unsere Religion praktizieren. Das heißt, welche drei Sachen müssen wir in jedem Fall lernen? Einmal unsere Aqida, La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, was das bedeutet. Glaubt ihr, die meisten Muslime wissen das? Es gibt ein La ilaha illallah Verständnis von den Takfiris und es gibt ein La ilaha illallah Verständnis von den Sufis. Und beides ist falsch. Und dann gibt es ein La ilaha illallah Verständnis von welcher erretteten Gruppe? Von Ahlus Sunnah wal Jama'ah. Möge Allah azza wa jalla uns nur von dieser Gruppe machen. So. Und dann lernen wir was als Muslime? Unsere Ibadat, die wir jeden Tag verrichten müssen. Zum Beispiel das Gebet. Weiter, was müssen wir vor dem Gebet machen? Wudu, sehr gut. Und alles, sondern die damit zu tun haben. Wenn du Wudu gemacht hast, wie du richtig Wudu machst und danach anschließend sprichst du immer was ein? Bittgebet. Wenn du dieses Bittgebet sprichst, was öffnet sich für dich? Alle acht Tore des Paradieses. Wer kann das Bittgebet von euch? Bitteschön. Allahumma ja'alni minat tawwabin. Allahumma ja'alni minat من التوابين والمتطهرين سبحانك اللهم وبحمدك. Es gibt hier unterschiedliche Aussagen der Hadith-Gelehrten bezüglich der Stärke dieser Hadithe, liebe Geschwister. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Wenn du das sprichst, dieses nach dem Wudu, und wenn du das drei, vier Mal machst, hast du das intus bi'idni Allah ta'ala, dann öffnen sich für dich die acht Tore des Paradieses. Jetzt eine ganz schwere Frage, Osama, wie viele Tore hat das Paradies? Wie viele Tore hat das Paradies? Acht. Alhamdulillah. Und das Höllenfeuer? Sieben. Laha sab'atu abwab. Likulli babi minhum juz'un maqsum. Das Höllenfeuer hat sieben Türen. Schaut mal, subhanallah. Das Paradies hat mehr Tore
als das Höllenfeuer. Möge Allah Azzawajal uns das Paradies geben. Jazakumullah khairan, mubarak laufikum. Das war ein kurzer Dars, weil wir auch in Kürze das Gebet verrichten, bi'idhnillah ta'ala. Jetzt haben wir etwas Zeit für die Fragen und dann, insha'Allah ta'ala, begeben wir uns zum Gebet. Bitte schön, wer eine Frage hat, kann sie gerne stellen. Und die Frauen können gerne ihre Fragen mit einem kleinen Jungen schicken. Jazakumullah khairan, mubarak laufikum. Bitte schön. Wa iyyakum. Affan, auch die Geschwister im Internet können natürlich ihre Fragen stellen. Wenn der Imam jetzt beim Gebet beim Wudu verliert, wo genau muss man anfangen? Muss man dort weitermachen, wo er aufhört? Na, der Bruder stellt eine gute Frage. Wenn der Imam sein Wudu verliert, wie ist die Sache? Wo macht man weiter? Der Imam, wie wir gesagt haben, er zieht dann denjenigen, der am nächsten zu ihm ist, aber am nächsten meint auch, der in der Lage ist, das Gebet zu führen. Klar, das ist natürlich eine Bedingung. Und dann betet dieser vor, dieser betet an der Stelle weiter, wo der Imam aufgehört hat. Der Imam selber, was muss er machen? Wudu, klar, aber von wo betet er dann? Von Anfang an. Wenn du im Gebet dein Wudu verlierst, gibt es zwei Aussagen, eine richtige und eine falsche. Die erste richtige von den Gelehrten ist, wenn du dein Wudu verlierst, dass du dein Gebet von Anfang an wiederholst. Natürlich, weil das Wudu ist was für das Gebet? Der Schlüssel. Wenn du kein Wudu hast, dann ist dein Gebet hinfällig. Daher musst du von Anfang an dein Gebet beginnen. Es gibt eine Überlieferung von Abdullah ibn Mas'ud, radiallahu anhu, aber die ist daif, die ist schwach, dass man an der Stelle weiter fortfährt, an der man das Wudu, an der das Wudu gebrochen worden ist. Aber diese Aussage ist nicht authentisch, liebe Geschwister. Deswegen, man fängt von vorne an. Wallahu ta'ala ala wa ala. Bitte schön. Das heißt, wenn der Imam jetzt mitten beispielsweise in der zweiten Raka sein Wudu verliert, mhm, und dann geht derjenige vorne, der halt die Bedingungen erfüllt, mhm, natürlich. Es geht so weiter, wie es weitergeführt wurde. Bi'idhnillah ta'ala. Naam, so hat Umar ibn al-Khattab Abdurrahman ibn Auf nach vorne gezogen. Und Umar ibn al-Khattab hat, wie es in einigen Überlieferungen heißt, gerade Surat Yusuf gelesen. Ein paar Ayat von Surat Yusuf. Und dann hat er ihn nach vorne gezogen, als er nicht mehr konnte. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Bitte schön. Kann man auch am Tag seinen Bruder besuchen und die Duas von den Engeln bekommen? Kann man am Tag seinen Bruder besuchen? Was haben wir gesagt? Du kannst immer jederzeit deinen Bruder besuchen. Wollen wir die Plätze tauschen? Sehr gerne. Du kannst ihn sowohl am Morgen als auch am Abend besuchen und dann, dann wirst du diesen Lohn bekommen von den 70.000 Engeln. Was heißt, wenn der Bruder krank ist? Jetzt meint das ein Pickel auf der Nase? Was meint krank? Na, wie wenn man zum Beispiel einen Unfall hat und der im Krankenhaus ist. Zum Beispiel, er ist geschwächt und ist nicht in der Lage, einfach die Dinge zu machen, die er normalerweise macht. Na, wenn er krank ist, dann bi'idhnillah ta'ala gilt das hier. Wallahu ta'ala ala wa a'lam. Na, bitteschön. Herr Barakallahu fik, Sheikh, zum Beispiel, er ist in der zweiten Raka, gerade was auf seine Frage zurückzuführen. Er ist in der zweiten Raka und er liest gerade zum Beispiel Surah Baqarah. Ja. Und dann hat er schon, man kann die Surah Baqarah nicht, aber er zieht manchmal, mischt das nach vorne. Das spielt keine Rolle. Du brauchst hier nicht Surat al-Baqarah zu lesen. Ja, das wäre schwer, ja, für die Leute. Überleg mal. Die müssen ja dann immer up to date sein, ja. Das heißt, die müssen genauso viel Koran können wie der Imam. Nee, das wäre ein bisschen schwer. Nein, du könntest auf jeden Fall bi'idhnillah ta'ala. Die Person, die beabsichtigt, ein Schlachtopfer zu bringen, soll nicht Haare und Nägel schneiden, bis er schlachtet. Gilt das auch für eine Person, die das Geld an eine Hilfsorganisation geschickt hat? Das gilt für jeden, der selber schlachten möchte oder es in Auftrag gibt. Der selber schlachten möchte oder es in Auftrag gibt. Für diese Leute gilt dieses Verbot, dass man sich die Haare schneidet und die Nägel kürzt. Dieses Verbot, liebe Geschwister, wir haben ein arabisches Wort, das heißt Nahi. Wenn du hörst, Naha Rasulullah, der Prophet s.a.w. hat untersagt, das heißt nicht immer direkt verboten. Das kann manchmal, was bedeuten auch? Es ist unbeliebt
Und die meisten Gelehrten sehen das auch als unbeliebt. Aber es kann manchmal auch heißen, es ist verboten. Zum Beispiel, Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an qatl al-namla. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat untersagt, eine Ameise zu töten. Hadith von Ibn Umar radiallahu an. Vier Dinge hat er genannt. Unter anderem eine Ameise. Das heißt, die Ameisen lässt ihr in Ruhe. Okay? Die lässt ihr schön in Ruhe. Ja, wenn hier manchmal so eine Ameisenplage ist, dann, subhanallah, ist das immer sehr schwer, mit denen umzugehen. Die werden ja auch immer sehr dreist, ja, die bringen ja ihre ganze Familie mit, so wie die Araber. Wenn es was zu essen gibt, der bringt so gleich seine ganze Familie mit. Na, Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Na, bitteschön. Es wird gefragt, sollte man sich in seinem Heimatland begraben lassen oder hier in Deutschland, da ist, es wird gefragt, ob es stimmt, dass die Gräber nach einer bestimmten Zeit ausgehoben werden. Ein Bruder fragt, sollte man sich hier in seinem Heimat, sollte man sich hier in Deutschland, wenn man hier stirbt, möge Allah uns an einem anderen Ort sterben lassen, sollte man sich hier begraben lassen oder in seinem Heimatland? Die Sunna ist es, und das ist eigentlich die Ansicht von Jumhurul Ulama, von den meisten Gelehrten, dass man sich an dem Ort beerdigen lässt, wo man gestorben ist. Bei den Propheten sogar noch konkreter, an dem Platz, wo sie gestorben sind. Deswegen, wo wurde der Prophet sallallahu alaihi wasallam begraben? Im Zimmer von Aisha radiallahu anha wa ardaha. Aber wenn du jetzt zum Beispiel in Berlin stirbst und es gibt jetzt die Voraussetzung, es gibt was? Islamische Friedhöfe. Dann kannst du dich dort oder solltest du dich dort begraben lassen. Und wenn es keine Möglichkeit gibt für eine islamische Beerdigung, dann hast du eine Entschuldigung, dass du dich woanders begraben lässt. So ist die Sache, aber hauptsächlich, man lässt sich an dem Ort, wo man lebt, begraben. Es gibt Leute, der lebt 40, 50 Jahre in Deutschland und sein Leben ist eigentlich wie das Leben von einem Käfer. Aber wenn er dann stirbt, dann sagt er dir, A'udhu Billah, ich will doch nicht neben den Kuffar begraben werden. Und er hat das beste Beispiel geboten von einem. Allahu Musta'an. Wallahi, der hat alles gemacht. Der hat Zina gemacht, der hat Alkohol getrunken, der hat die Leute zum Schlechten gerufen. Beten wollte er nicht, fasten wollte er nicht, hat sich Muslim genannt. Und zum Schluss sagt er, A'udhu Billah. MashaAllah über deinen... Das ist natürlich, das sind Leute, die haben Heuchelei im Herzen, möge Allah uns bewahren. Na, vom Internet, die dürfen auch mal bevorzugt werden, inshallah ta'ala. Zählt das mit dem Besuch, auch wenn man zum Beispiel den eigenen Bruder im Gefängnis besucht, machen die Engel dann auch da, was haben wir gesagt? Wenn man einen Bruder besucht, der krank ist, ob er jetzt im Gefängnis krank ist, oder bei Lidl krank geworden ist, ist egal. Hauptsächlich, er ist krank und liegt an einem Ort. Wenn du ihn besuchst, dann bi'idhnillah ta'ala bekommst du den Lohn dafür. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Dann wird gefragt, was haben wir schon gehabt? Sollte man eigentlich generell nicht die Familie besuchen? Sollte man sich melden, wenn man eine Frage stellt? Na, tafadda. Sollte man nicht immer generell halt die Familie besuchen? Das geht ja jetzt nur um eine spezielle Belohnung zu bekommen. Natürlich ist es die Pflicht von einem Muslim, dass er seine Verwandtschaftsbande pflegt. Vater, Mutter, Opa, Oma, Schwester, Bruder. Das steht ja außer Frage, sondern es ging um eine bestimmte was? Um eine bestimmte Tat und um einen bestimmten Lohn. Deswegen haben wir darüber geredet. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Der gut gebaute Bruder dahinter. Bitteschön. Fikabaki. Eine Frage. Wenn man keinen Schlagopfer gemacht hat, ja? Gibt es da einen bestimmten Zeitraum, dass man das machen muss? Also bei dem großen Eid muss man doch einen Schlagopfer machen, oder nicht? Der Bruder fragt wegen dem Schlachtopfer. Gibt es einen bestimmten Zeitraum, wann man das geschlachtet haben soll? Ihr fragt jetzt immer, nachdem alles vorbei ist. Aber khair inshallah, für nächstes Jahr inshallah. Möge Allah azawajal uns Leben im Guten geben. Na, das heißt, erstmal ist das Pflicht überhaupt, ein Schlachtopfer zu erbringen? Antwort, nein. Nach den meisten Gelehrten ist dieses eine Sunna Muakkada.
Sunna ist klar, weiß jeder, was heißt Sunna? Eine beliebte Tat. Wenn man sie macht, wird man belohnt. Wenn man sie unterlässt, wird man nicht bestraft. Aber Sunna Muakkada bedeutet, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat besonders viel Wert darauf gelegt, dass er dieses vollzieht. Was gehört noch zu Sunna Muakkada? Das Witr-Gebet, sehr gut. Da hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam sehr erpicht darauf, dieses zu beten. Die 12 Sunnan am Tag, das ist alles Sunna Muakkada. Naam. Es gibt manche Sunnan, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat sie manchmal gemacht, manchmal gelassen. Aber dann gibt es Sunnan, die sind höher im Wert, aber erreichen nicht die Stufe von einer Pflicht. Aber trotzdem sind sie gewaltig und du solltest das genauso nachmachen wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam, damit du auch den Lohn dafür bekommst, bi'idhnillah ta'ala. Naam. Noch zu deiner Frage. Wenn man jetzt zum Beispiel vorhatte, ein Schlachtopfer zu erbringen, man muss nicht, aber man sollte es machen, bi'idhnillah ta'ala. So hast du Zeit, nicht nur am Tag von Eid, Eid al-Adha, sondern auch an den nächsten drei Tagen von At-Tashriq. Da hast du die Möglichkeit, bi'idhnillah ta'ala, dieses zu vollziehen. Wallahu ta'ala ala wa ala. Muss man ein Gebet beten, nachdem man geschlachtet hat? Heute ist Schlachtopfer. Ja, Eid Mubarak wünsche ich euch. Ich meine, subhanallah, Eid ist doch schon weg. Muss man ein Gebet beten, nachdem man... Nein, man muss nicht ein Gebet beten, nachdem man geschlachtet hat. Stimmt das, dass wenn ein Mann auf einen Stuhl saß und er den Platz verlässt und ich mich auf seinen Platz sitzen möchte, ich Zuflucht vom Shaitan suchen muss? Nur wenn er selber Shaitan war, der Mann, der zuvor auf dem Stuhl saß. Sonst nicht. Sonst nicht. Na, bitteschön. Ja, wie darf man in ein nicht-muslimisches Land reisen, um zum Beispiel gegen Terrorismus oder einfach so zu reisen? Na, das erste Wort war was anderes, was du gesagt hast. Ja, wo du willst. Darf man in ein nicht-muslimisches Land reisen, um Tourismus, Sicherheitsbehörden, nicht was anderes, um Tourismus zu betreiben? Die Sache ist unter den Gelehrten umstritten. Es gibt Gelehrte, die zählen das zu einer Sache, die sie Mubah nennen. Mubah heißt was? Es gibt dafür kein Verbot in der Religion, aber auch kein Gebot. Das heißt, das ist dann letztendlich erlaubt, wenn was? Was sollte man beachten bei diesem Tourismus? Was sollte man beachten? Na. Wenn man kein Unfug baut. Ja, was meinst du damit genau? Das heißt, wenn er Scheiße baut, also Alkohol trinken. Käse, du meinst Käse. Wir sind in der Moschee. Okay? Man sollte natürlich nicht etwas tun, was die Taten der Kuffar sind. Alkohol trinken, Sinna machen, weil bestimmte Touristengebiete, die laden ja dazu ein. Förmlich. Na, was noch? Bitteschön. Man sollte seine Pflichten weiter erfüllen, also Gebet. Sehr gut. Das heißt, nicht zu lange auf den schiefen Turm von Pisa gucken, sondern mehr auf die schiefe Akida, wenn man nicht rechtzeitig betet. Hä? Richtig. Was noch? Natürlich darf man nicht zu Plätzen hingehen, die haram sind. Ja, jetzt gibt es einen besonderen Strand von Marseille. Dann gehst du hin und sagst, was für ein Strand von Marseille? Dann darfst du nicht hingehen. Na, deswegen Tourismus in dem Sinne, wie ich es erklärt habe, man kann in ein Land reisen, um sich bestimmte Sachen anzugucken, was manche Gelehrte erlaubt haben, aber mit den Bedingungen, die wir genannt haben. Wallahu ta'ala ala wa a'lam. Bitte schön. Wie ist es gemeint, wenn Allah sagt, alles wirft sich nieder, was in den Himmel und der Erde ist, obwohl die Kuffar die Gegner sind? Der Bruder fragt, was ist gemeint in der Aya? Alles wirft sich nieder vor Allah subhanahu wa ta'ala. Schau mal, Achil Karim. Allah azza wa jal, subhanahu, er hat die Menschen erschaffen. Und er hat die Geschöpfe erschaffen. Und er hat den Menschen und den Dschinn eine besondere Aufgabe zugetragen, dass sie ihm dienen sollen. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Und ich habe die Dschinn und die Menschen nur darum erschaffen, damit sie mir dienen. So. Diese haben einen freien Willen, sowohl die Menschen als auch die Dschinn. Sie haben einen freien Willen. So, und unter ihnen gibt es welche, die beten, auch von den Dschinn. Und unter ihnen gibt es welche, die beten nicht. Und die, die nicht beten, werden zur Rechenschaft gezogen. Aber alles, was an Geschöpfen ist, bedeutet der Himmel und die Erden
und die Berge und die Bäume, alles wirft sich nieder vor Allah Azza wa Jal. Allah sagt, aber ihr wisst nicht, wie ihre Lobpreisung aussieht. Wir wissen nicht, wie das aussieht, aber sie werfen sich nieder. Wenn Allah wollte, so könnte er alle dazu zwingen, sich vor ihm niederzuwerfen. Gibt es so einen Anlass in der Sunna? Es gibt es. Die Überlieferung ist bei Al-Bukhari. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat gerade Surat An-Najm gelesen. Und die Muschrikun waren da, Abu Jahl und die anderen. Und dann hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam eine Ayah gelesen von Surat An-Najm. Bei Surat An-Najm gibt es was? Eine Sajda At-Tilawa. So, als er an dieser Stelle gewesen ist, haben sich alle niedergeworfen, die Muslime, die Muschrikun und auch die Geschöpfe. Sie haben sich niedergeworfen, als er das gelesen hat. Und sie waren sehr perplex, als sie aufgestanden sind. Wenn Allah will, kann er sie alle. Aber Allah subhanahu wa ta'ala hat aufgezeigt, dass es Leute gibt, die sind hochmütig und dass es welche gibt, die werfen sich vor Allah subhanahu wa ta'ala nieder. Möge Allah azza wa jal uns unter den Niederwerfenden schreiben. Allahumma amin. Die letzten Fragen. Bitte schön. Ich wollte fragen, wann ist das Froschgebet und wie betet man? Wann ist das was? Froschgebet? Furchtgebet, Salatul Khauf. Salatul Khauf. Das Furchtgebet. Das wird natürlich nur bei bestimmten Anlässen gebetet. Asl ist, dass du normal dein Gebet verrichtest. Aber wenn man jetzt zum Beispiel in einem Kriegsland ist oder in einem Land, wo extreme Unsicherheiten herrschen und man Angst hat, dass man während des Gebetes getötet oder verfolgt wird oder sonstiges, dann kann man das Salatul Khauf beten. Und das kann man auch mit einer Raka beten. Salatul Khauf kann man mit einer Raka beten. Schaut mal, ist Allah nicht gnädig. Subhanallah. Weil er weiß, dass man zu diesem Zeitpunkt was? Furcht hat. Naam. Wallahu ta'ala. Aber es hat natürlich viele Ahkam. Wenn du zum Fiqh-Unterricht kommst, dann inshallah kannst du etwas lernen. Barakallahu fikum. Wa jazakum la khairan wa nuhibbukum fillah. Wir lieben euch für Allah azza wa jalla. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.